Leichnamstag in Bamberg. In dieser malerischen Kulisse der Bischofs- und Bürgerstadt begeht das katholische Franken den Hohen Kirchentag am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Das Fest ist so alt wie der romanische Kaiserdom zu Bamberg. An diesem Tag feiert die Kirche den Leib Christi in der Brotgestalt. Da setzt der fromme Mann in Bamberg ein Kränzler auf den Kopf und erwartet eine schwere Last. Es ist noch Zeit für eine Bratwurst. Unten in der Altstadt warten die Männer aus der Pfarrei St. Martin, bis der Umzug an ihnen vorbeikommt. Dann werden sie die riesige Madonna schultern und sich in die Prozession einreihen. Ausgangs- und Endpunkt der vieltausendköpfigen Prozession ist der Dom, der dieser Stadt wie eine vierzackige Krone aufgesetzt ist, unmissverständlich seit 700 Jahren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch und mit euch. Brüder und Schwestern in Christus dem Herrn. Wir haben heute uns hier auf dem Domplatz versammelt. Die heilige Feier der Eucharistie zu begehen, in Erinnerung an die Einsetzung dieses heiligen Geheimnisses. Jetzt kommt Bewegung in das Kirchenvolk. Die schönste Fronleichnamsprozession in Deutschland fängt an. Es wird ein Sommerfest aus Fahnen und Weihrauch, aus Bürgerbarock und Muskelkraft und Bratwurstdunst, aus Kindheit, Gold und gegrüßet seist du Maria. Starke Männer wuchten das heilige Domkreuz vorbei, ein zentnerschweres Juwel. Hinter ihnen laufen Buben mit einem Tischchen, darauf werden die Träger ihre fromme Last abstellen und augenblickelang rasten. Alle haben sich der Prozession angeschlossen, die aus der oberen Pfarrei und aus St. Martin, die Schlosser, die Steinmetzen, die Bäcker, Hecker und Gärtner.
Von der kaiserlichen Hofhaltung ziehen sie herunter in die Stadt, über den linken Regnitzarm und zurück durch das alte Rathaus. Die Bamberger Fronleichnamsprozession ist deshalb so schön, weil die Zünfte und Pfarreien und Bruderschaften ihre eigenen Schmuckstücke mittragen. Heilige aus Holz mit Gold und Edelstein geziert, auf armdicken Gestänge schwankend. Jetzt schwitzen sie schon. Die schwere Last drückt auf die Schultern. Es heißt, das glitzernde große Kreuz verwahrt einen Splitter vom Kreuze Christi. So balancieren sie die schwere Last durch das tausendjährige Bamberg, das Rom des Nordens, das deutsche Athen, die Stadt des Rauchbiers. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Die Prozession ist jetzt auf dem Weg zurück zum Dom. Auf dem Domplatz wird der Bischof von Bamberg das Te Deum singen, den Segen spenden und die Gläubigen entlassen.